So, hallo und herzlich willkommen zu wieder mal einem kleinen süßen One-Take, in dem wir uns hier befinden. Und das ist das Spiel Hadris. Und hier geht's ganz schön ab, denn wir versuchen als Sohn von Hades aus der Hölle herauszukommen. Und der mag das gar nicht so sehr. Deswegen müssen wir uns durch die Hölle nach draußen kämpfen. Ja, und da ist er, der Gute. Hier sitzt er. Und ja, hier kann man auch in der Hub-Welt, wo wir uns gerade befinden, hier mit allerlei Leuten reden. Wie ihr das seht. Also es gibt auch tatsächlich hier eine Story. Auf die will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Deswegen klicke ich mich jetzt hier einfach mal nur so mehr oder weniger durch. Das hier ist meine, man könnte schon sagen, Kopfgeldjägerin, Widersacherin. Und wir sind zwar schon relativ weit im Spiel, aber es gibt eigentlich keine Story, die hier großartig verraten werden kann. Also sie wird über diese Texttafeln erzählt. Und ja, das, ob ich jetzt quasi, also wir werden die jetzt einfach nicht lesen und dadurch werdet ihr nichts erfahren, mit anderen Worten. Wir werden uns jetzt einfach auf das Grundkernspiel konzentrieren. Und das ist ziemlich cool und macht sehr viel Spaß. Wir gehen mal hier zu dieser Aussicht. Denn hier ist der Tartarus. Das liegt jetzt quasi vor uns. Hier ist meine Maus. Wir gehen jetzt quasi hier die Brücke lang, müssen uns durch dieses Labyrinth hier durchschlagen und dann kommen wir quasi weiter nach oben in die nächste Höllenstufe. Und da haben wir hier allerlei Waffen, die ich jetzt schon freigeschaltet habe und ich kriege jetzt gerade einen Bonus auf diese hier. Und dann werden wir mal auch die mitnehmen. Ja, das ist unsere Trainingspuppe hier, die können wir vermöbeln. Alles machen wir jetzt nicht. Wir legen jetzt direkt los. So, und dann können wir jetzt uns das Leben auch noch ein bisschen schwerer machen. Ich habe jetzt hier zwei Sachen an, nämlich zum einen habe ich... ja, was habe ich denn überhaupt an? Ach, das hier. Extreme Maßnahmen, dass ein Bossgegner schwerer ist, der erste. Und ich habe eine Zeitbegrenzung, nur 9 Minuten, enge Frist. Dann verliere ich extremst viel Leben. Und das ist auch ziemlich kacke. You have a tendency to ask too many questions, boy. Would that you had a tendency to wander silently instead. Ja. Da hat er rumgemeckert, dass wir wieder abhauen. Und jetzt beginnt das Spiel. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist nämlich ein Permadeath-Spiel. So, und das Erste, was jetzt hier passiert ist, wir sind jetzt hier rangegangen und haben jetzt mit dem guten Poseidon eine Kommunikation aufgebaut, der uns jetzt hier einen Buff gibt. Und den können wir jetzt auswählen. Und so funktioniert quasi auch das Hauptspiel. Wir sammeln Buffs, um unseren Helden zu stärken, um dann immer weiterzukommen. So, das war schon das erste Level. Super easy. Jetzt geht's mit dem zweiten weiter. Und ich habe hier einen Hauptangriff. Ein Sekundärangriff und dann kann ich noch so Zeug werfen. Diese Kristalle, die machen auch jedes Mal je nach Waffe unterschiedliches Zeug. Und ausweichen kann ich auch, wie ihr seht. So, das nehmen wir mit. Hier ist jetzt so ein Höllentor, da gehen wir auch rein. Das ist nämlich noch ein spezielles Chaos-Teil, wo wir eine Prüfung quasi machen können. Ich klicke, wie gesagt, die Texttafeln einfach immer weiter. Ich lasse sie ganz kurz stehen für die Leute, die das wirklich lesen wollen, aber wir konzentrieren uns einfach auf das actiongeladene Spiel. Ist nämlich echt launig. So, und jetzt muss ich jetzt hier halt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt sagen, ich verzichte jetzt 3 Kammern oder 5 Kammern auf irgendetwas und dann macht mir das Leben schwerer und dafür bekomme ich eine Belohnung. Hier wird mein Spurtangriff, also wenn ich quasi nach vorne dodge und dann einen Angriff mache, verstärkt. Hier mache ich Schaden von hinten. Und hier habe ich bessere Gaben. Aber meine Lebenskraft sinkt mit denen. Also das ist richtig kacke. Weil ich glaube ich auch nur 150 Leben habe. Hier darf ich meine Spezialität nicht einsetzen. Bin dann aber von hinten stärker. Das ist gut. Und hier ist meine Kammerbelohnung verborgen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das hier. Das heißt, ich darf jetzt einfach nicht den hier machen, weil ihr habt gesehen, es hat 3 Schaden gemacht. War jetzt aber nicht schlimm, weil es wird sofort geheilt. Also genau 3 wird geheilt, wenn ich in die nächste Kammer gehe.
Deswegen habe ich mir das jetzt erlaubt. Ah, okay, das war jetzt doof. Ich muss das Ding halt immer wieder nachladen. Unten seht ihr meine Munitionsanzeige. Natürlich kenne ich die Gegner hier alle schon ein bisschen und weiß, wie man den ganz gut ausweichen kann. Aber das ist halt typisch bei solchen Spielen. Man kriegt halt auch einfach ein bisschen Skill und weiß dann, was man hier zu tun hat. So, und jetzt geht's ab in die nächste Kammer. Wir haben bisher 1 Minute 20 verbracht. War's das schon? Nee. Bam, 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 bam. Ich will endlich meine Spezialattacke wieder haben. Okay, haben wir gelöst. Hier hinten gab es einen Shop. Können wir gleich mal hingehen. Ihr könnt unser Leben auffüllen, aber ich kaufe mir stattdessen lieber hier so ein Gedöns und wir könnten dafür sorgen, dass ein Chaos-Tor im Voraus spawnt. Das machen wir auch mal. Jetzt kommt das nämlich gleich nächste Runde. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann gehen wir hier lang. Denn ich möchte diese lustigen Kristalle einsammeln. Ah, komischer Laser. Geh weg. Ihr seht auch, hier sind überall Fallen, die ich natürlich auch gegen meinen Feind nutzen kann. Das ist jetzt gerade super nervig in dem Kampf hier, dass ich meinen Spezialangriff nicht habe. Aber das haben wir gelöst. Jetzt können wir wieder ins Chaos-Tor gehen. Wir haben jetzt die eine Chaos-Aufgabe bereits erfüllt. Jetzt können wir uns gleich die nächste holen. Und so stärker werden. So, Kammerbelohnungen sind verbogen. Danach ist mein Angriff stärker. Das ist richtig cool, das nehmen wir. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo es lang geht. Also was für Belohnungen ich bekomme, aber das ist nicht mehr so schlimm. Ich kann auf jeden Fall mein Special wieder benutzen. Zack, weg ist er. Tatsächlich bin ich eher der Typ, der hier in dem in Hatred den Nahkampfwaffen mag. Ich mag die Fernkampfdinger eigentlich überhaupt nicht. Aber die Waffe hier ist cool. Weil das so ein Zwischending ist. Man kann halt auch relativ nah ran, weil das so eine Schnellfeuerfunktion hat. Generell ist das Game halt so eher modern gehalten, sagen wir es mal so, von der Interpretation her. So, okay. Ja, wir wissen eh nicht, wo es lang geht, also nehmen wir einfach die Tür. Das war ein Endkampf. Also ein Zwischenkampf. Au. So, den machen wir mal weg. Ist halt einfach eine Challenge, wie weit komme ich. Ich mache auch nur einen Durchgang. Danach ist Schluss. Also könnt ihr wetten, wie weit ich es schaffe und wann ich abnipple. So, Aphrodite. Die heiße Schniete. Die will mir auch was Schönes geben. Ich glaube, Lebenszuwachs ist ganz nett. Ich glaube, den nehmen wir. So, und übrigens habe ich unten links neben meinem Lebenspunkt auch so eine Todestrotz-Anzeige. Das heißt, ich darf theoretisch dreimal mein komplettes Leben verlieren und kriege dann trotzdem die Hälfte immer wieder aufgefüllt. Das ist halt so, sind so Sachen, die, wenn er es genug, oft genug versucht, dann auch irgendwann freischaltet. Das ist euer Progress quasi. Zack, da haben wir jetzt Leben bekommen. Hier gibt es noch was zum Einkaufen. Willkünsche, nee, das brauchst du alles nicht. Weiter geht's. So, jetzt haben wir die Chaos-Sache gemacht. Das müssen wir mehr Schaden veranstalten und das machen wir auch. Guckt euch das an. Also wenn ihr das mit dem ersten Raum vergleicht, wo wir die gleichen Gegner gegen uns hatten, dann sind die jetzt hier schon deutlich angenehmer zu besiegen. Auch wenn die jetzt alle ein Schild haben.
Okay, die haben wir. Das nehmen wir mit. Und dann geht's weiter. Komm, nächste Welle. Da kommen meistens immer so zwei Wellen. Jetzt müsste noch eine kommen. Oh, da bin ich zu spät ausgewichen. Sowas zu spawnen muss man natürlich möglichst schnell besiegen. So, und auch jetzt kommen wir zu einem Shop. Ich nehme mir gerade nicht ganz so viel Zeit, wie ihr seht, weil einfach die Zeit unten tickt. Das gehört halt nochmal zur Challenge dazu. Ah, hier ist eine Angelstelle. Da müssen wir uns die Zeit nehmen. Zeit hält auch an, wenn ihr so eine Entscheidung treffen müsst oder so. Ah, jetzt haben wir einen neuen Fisch gefangen. Den können wir dann in der Hauptwelt dem Koch übergeben. Und da bekommen wir dann Essen davon. So, wir wollen Aphrodite. Und da wollen wir... Angriffen gegen in der Nähe. Das passiert in der Regel nicht so oft, weil wir halt eigentlich aus der Ferne angreifen. Der Angriff fügt mehr Schaden zu und macht schwach. Das ist eigentlich ziemlich cool. Angriffsschaden plus 50%. Das ist krass. Weil wir haben ja eh schon den Angriff geboostet. Der jetzt nochmal 50% stärker. Ja. Jetzt kommt ein richtiger Kammer-Endboss. Und den muss ich jetzt quasi in 3 Minuten besiegen. Und der ist auch verstärkt. Ihr seht, das sind 2. Normalerweise ist es nur einer. Das ist dann der, wo man sich dann doch mal ein bisschen anstrengen muss. Weil ich sagen muss, man muss sich eigentlich auch bei den Zwischengegnern schon auf der Hut sein, auf jeden Fall. Wenn man da eine Ausrüstung hat, mit der man nicht so geübt ist, dann kann man da auch mal auf die Fräse bekommen. Ah, bis jetzt läuft es ganz gut. Aha. Ah, ich hasse das, wenn ihr das macht. Kann ich nicht so wirklich an die ran. Sind sie sogar zu zweit hier am Start. Den finde ich tatsächlich mittlerweile stärker als den in der zweiten Kammer, weil der halt schon verstärkt ist. Und es kommt eh immer drauf an, was man hier für Gegner gegen sich hat, weil die wechseln auch manchmal durch. Aber den kriegen wir jetzt auf jeden Fall down, ohne ein Leben zu verlieren. Zumindest hoffe ich das. Jawohl. So, und 2 Minuten übrig. Die nehmen wir dann in die nächste Kammer mit. Das ist auch gut. So, damit haben wir schon die erste Kammer abgeschlossen. Wir heilen uns. Ja, war ganz nett. Nö, ist alles langweilig. Das Geld sparen wir uns. So, und dann erklimmen wir jetzt hier die, ja, die nächste Stufe. Und... Ah, hier. Tja, ihr seht, diese Gegner sind schon deutlich hässlicher. Das sind jetzt Nahkämpfer. Die können aber auch ein bisschen Fernkampf. Zack. Gut.
Deine Angriffe machen mehr Basisschaden, kürzere Reichweite und nur 6 Munition. Ja, nee. Du machst immer 3 Schuss, musst aber nie nachladen. Das klingt cool. Aber ich glaube, ich nehme das Ding. Weil Taumeln ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und ihr seht, ihr könnt euch halt hier immer in eine komplett andere Richtung entwickeln. Und das ist bei einer Waffe nur. Mal gucken. Solange die ein Schild haben, sind die nicht von dem Tauben betroffen. Okay, das macht schon... Das sieht schon gut aus. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sie zum Schwächen bringen. Und dann quasi unser zweiter Schaden schon 50% mehr abzieht. So ein bisschen die Suche danach, die effektivste Kombi zu finden, seinen Gegner auszulöschen. Ich habe das schon auf mehreren Arten gespielt, das war eigentlich auch ziemlich cool. Einmal habe ich quasi meinen Spezialangriff extremst geboostet. Da habe ich quasi einmal drauf gedrückt, die ganze Karte hat gebrannt. Das muss man aber auch erstmal hinbekommen, sich so leveln zu können. Jetzt kann ich meine Spezialität wieder ein bisschen stärker machen, aber ich glaube, ich mache meinen Hauptangriff stärker. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf den Hauptangriff. So, das Symbol ist jetzt Upgrade. Diese komische platzende Kirsche oder was das sein soll. Ja, und in der Lava sollten wir jetzt nicht lange verweilen. Nachts. Her. So, die sind irgendwelche Bombenschmeißer, muss ich mal schön in Bewegung bleiben. Aber ich versuche eh mehr oder weniger in Bewegung zu bleiben. Genau, okay. Das können wir upgraden. Dann machen wir jetzt nochmal die Hauptattacke besser. Weil wie gesagt, es wird ja alles nochmal verstärkt. Und die Symbole sind dann immer die jeweiligen Götter, die ihr als Belohnung seht. Ah, okay, das ist jetzt eine Schiffsreise. Ich muss jetzt so lange überleben, bis ich auf der anderen Seite angekommen bin. Piu, piu, piu. Ah, das sind ganz schön starke Schilder hier. Okay. Hopp. Autsch. Weg mit den Viechers. Autsch, oh, das habe ich auch gerade schön in die Fresse bekommen. Okay, schön. So, die gute Athene, die labert uns hier zu. Wir könnten jetzt feindliche Angriffe schwächen generell. Und ich glaube, das machen wir auch. 10% mehr. Mehr Leben ist es ja quasi umgerechnet. Ist schon ganz cool. So, und dann machen wir wieder unseren Hauptangriff stärker. So, und dann könnten wir uns jetzt, weil wir... Oh, hier ist eine Herausforderungstruhe.
ist immer eine kleine Herausforderung, wo wir in der Zeit jetzt Gegner ausschalten müssen und dann eine Belohnung bekommen. Diese Steine brauchen wir, wie gesagt, in der Hauptwelt, um dann diese quasi zu verbessern und neue Areale auch freizuschalten. So, das ist der letzte. Ja, die Hälfte. Ist ganz okay. Huch, zack. Ja, und wir wollen uns auf jeden Fall Leben holen, weil wir haben ja jetzt generell eine Lebenssteigerung durch die Immunität. Das heißt, jedes Tröpfchen Leben extra ist nochmal gut. Ah, der Totenarzt. Und ihr glaubt das nicht, aber das ist gut. Dann willst du nämlich mit mir um die Wette kämpfen. So, jetzt geht es quasi darum, wer hier am schnellsten die Viechers abschlachtet. So, ich habe 2, er 0. Ja, den kriegt er, oder? Ne, den habe ich auch nicht gekriegt. Das ist auch meiner. Kriegst du nicht. Alles für mich, aber ich habe jetzt dafür ein bisschen Leben eingebüßt. Au. Das ist alles nicht so schlimm, weil wenn man da diese Herausforderung quasi besteht. Oh, okay, jetzt kriege ich gerade richtig viel Schaden ab. Eher ungünstig. Okay. Jetzt kriege ich aber auf jeden Fall Leben. Oh. Das war's. Ich habe nur einmal Leben bekommen. Ah ne, nochmal. Gut, weil ich nämlich seine Herausforderung gewonnen habe, haben wir jetzt gleich 2-mal Leben gekriegt. Und jetzt gehen wir... Was hier unten? Ja, wir gehen jetzt in den Laden. Wir müssen jetzt unser Leben wieder auffüllen. Ich hoffe, dass wir das im Laden gleich tun können. Ja, zack. Und dann nehmen wir noch Ares. Mein Sport macht Klingensog, das ist das hier. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann gehen wir ins nächste Level. Also in den nächsten Endboss, glaube ich, kommt jetzt. Ja. So, die finde ich eigentlich relativ angenehm zu besiegen. Ah, okay. Die ändert sich halt auch immer. Man weiß immer nicht so richtig, mit welcher Version man es zu tun bekommt. Au. Okay, jetzt wird es ein bisschen problematischer. Lass mal die Kleinen hier abschlachten. Weil die andere gerade einen Schild hat. Komm her. Ah, das ist die Version, die ich am wenigsten, am zweitwenigsten mag. Schüsse sind halt immer dann kacke, wenn ihr selber schießt. Ansonsten sind Geschosse halt eher schwach. Und wenn ihr in Nahkampf rangeht, ist alles nicht so das Problem. Da gibt es dann andere mit Schild und so, die dann eher ein Problem sind. Lustigerweise. Weg da. Nicht ins Feuer. Ja, sieht aber gut aus. Das schaffen wir ohne, dass wir einen Verlust bekommen. Komm, mach dich weg.
So, und damit haben wir auch diese Kammer abgeschlossen. Jetzt gibt es wieder eine kleine Belohnung. Das machen wir nicht. Das kann ich euch noch kurz zeigen. Hier gibt es Gegenstände. Die könnt ihr sogar leveln bis zu 3 Stufen. Die geben immer bestimmte Bonis. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Boni, dass ich diese Chaos-Tore... normalerweise muss man Leben opfern, um die reinzugehen. Und ich habe das tatsächlich nicht so und ich kriege sogar noch bessere Gegenstände davon. Also alles in allem einfach super gut. Deswegen versuche ich die auch gerade zu forcen. So, jetzt geht's schon in die vorletzte Ebene. Dann gucken wir mal, was jetzt hierbei rauskommt. Also man kann sich auch immer hier so schön hinstellen und dann gucken, was kommt, weil gerade die Zeit läuft ja noch nicht. Und so sieht die Welt hier aus. Das ist quasi das Paradies, wenn man so will. Das eine war die Hölle, das andere war die Heimat des Hades, wenn man so will. Und der Ankunftsort für die Toten, glaube ich. Und das ist jetzt das Elysium, wo die Helden hinkommen. Und deswegen sind die Gegner ja natürlich auch entsprechend etwas stärker. So, das ist wieder das, was ich nicht haben will. Die Streubombe, das ist natürlich ganz lustig. Von deiner Spezialität an, die gehen, wegen sich langsamer. Hm, komm, wir nehmen die Streubombe. Dann machen wir nämlich jetzt den hier. Holy crap. Macht zwar ein bisschen weniger Schaden in Summe, aber die werden wir jetzt auch gleich mal verbessern. Also sofern wir das dürfen. Oh, guckt euch das an. Spätestens jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir gefährlich werden. Autsch. So müssen wir diese komischen Augen töten, weil das die Seelen von den Kriegern sind und die holen sich sonst ihre Waffen einfach wieder. So, wir könnten... Spezialität macht mehr Schaden. Das ist richtig gut, weil die ist ja jetzt ohnehin verfünffacht. Das heißt, der Schaden wird auch verfünffacht. So, nehmen wir noch hier ein bisschen was mit. Und dann gehen wir nochmal in die Verbesserung. Und wir machen sie nochmal besser, die Spezialität. So, hier können wir jetzt nochmal heilen. Und ich glaube, ein bisschen Geld würde uns ganz gut tun. Oh Gott, das ist ein Traum. Guckt euch das an. Vollkommene Zerstörung. Wir wären sowas von OP, wenn wir ein Charakter in Warhammer wären. Flächenangriff und Einzelangriffsschaden. Ziemlich hohen. Und auch noch schnell wie Sau. Wir wären quasi Alif Anar mit einem Raketenwerfer, der Flächenschaden macht. Und statt einem Bogen einem MG. Allow me, boy, to introduce some of my loyal subjects. Ja, das sind übrigens jetzt diese Typen hier mit Schild, die ziemlich unangenehm sein können. Aber... weil die können meine Fernkämpfe auch blocken. Aber das war's schon, okay. Das war gut. Also allein daran sieht man, wie verheerend schnell man mittlerweile ist.
Ihr macht hier nichts, ist das klar? Ah, dieses Schmetterlings-Mistvieh. Das muss jetzt mal langsam weg. Aber ich darf auch nicht zulassen, dass die hier zu viel Gedöns hinspawnt. Ich muss sagen, das ist mal ein Gegner, den mag ich überhaupt nicht. Jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Okay, jetzt ist der weg. Jetzt müsste es erstmal aufhören, hier neues Zeug hinzuspawnen. Jetzt können wir uns um den letzten hier hinten noch kümmern. Ja. Und dann holen wir uns noch, ja, das hier. Das ist jetzt ein Spezialangriff. Also wir können auch hier auf der Seite sehen, was uns noch fehlt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist ein Wurfbonus. Genau, und wir könnten halt maximal so viel Zeug dazu bekommen, aber ja, das... wir brauchen nicht Wurf. Also, ich habe auch schon viele coole Wurf-Builds gemacht. Au! Holy shit! Boah, die machen mich ja richtig fertig gerade. Ja, das Elysium darf man echt nicht unterschätzen. Hier sind heftige Gegner drin. Gerade die mit Schild und die mit Bogen gegen Fernkämpfer sind auch unfassbar stark. Weil, ihr seht, hier mache ich einfach null Schaden in diesen Mistviechern. Kann ich nur von hinten Schaden machen. Aber solange es nur einer ist, kann man sich auf den konzentrieren. Wenn es aber mehrere sind, wird es ein Problem. Diese Streitwegen, die darf man generell nicht zu nahe kommen. Die machen einfach immer Schaden, wenn man in der ihrer Nähe irgendwie an die dran gerät. Für euch sind das ja nur ganz viele Explosionen, glaube ich. Lasst euch einfach von dem Effektfeuerwerk inspirieren. So. Geschafft. Es war auf jeden Fall so semi-optimal. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch einen guten Chaos-Effekt bekommen. So, vier Scharmützel sinkt deinen Lebens... da bin ich ja tot. Das wäre aber richtig gut für den Spezialitätenschaden. Wisst ihr was, wir machen es trotzdem. Und wir nehmen das da. Ja, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir jetzt nicht hier verrecken. Müssen wir jetzt mal eine etwas lebenspunktschonendere Herangehensweise nehmen. Oh, bleibt da nicht daneben stehen. Mal schön versuchen, auf Distanz zu bleiben. Und jetzt versuche ich gerade nur meinen Special-Angriff zu nutzen, um mir viel Schaden zu machen. Und das funktioniert. Weil den haben wir mittlerweile stark genug gemacht. Wenn jetzt ein Schildtyp kommt, wäre es ein Problem. Weil den kann ich nicht aus der Entfernung so einfach besiegen. Oh nein. Da unten ist so ein hässliches... Ich spawne euch haufenweise Schmetterlinge und... bin kacke, Vieh. Und noch so eins. Oh Gott. Ah, jetzt habe ich richtig viel Schaden gerade bekommen. Schon wieder. Oh Gott, wie viele sind denn hier? Das ist ja heftigst. Boah, das ist eine richtig heftige Welle. Noch ein Eins. Das war doch jetzt schon das Vierte oder so. Ich glaube, das war's gleich mit mir. Komm, einer noch. Puh. Okay, Leben. Das sieht jetzt gerade nicht gut aus. Aber wir kommen gerade in den Laden. Vielleicht haben wir Glück. Oh, wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück. Wir können nur noch mal angeln. Da wird aber nichts Hilfreiches jetzt drinne sein. Na? Na, komm, beiß. Ein Schnarpfen. Gut, dann gehen wir in den dritten Endkampf.
Der dritte Endkampf ist sehr schwierig. Den finde ich teilweise sogar schwieriger als den allerletzten. Der wird uns jetzt mindestens einmal zum Sterben bringen. Weil er besteht aus einem Fernkämpfer, der auch was im Nahkampf reißen kann, und einem verheerenden Nahkämpfer, der Sprungattacken und sowas drauf hat, um Distanzen zu überwinden. Ja, ja, komm, geh weg. Oh, das war knapp. Au! Am meisten hasse ich tatsächlich diesen komischen Spacken hier. Den Teusus, oder wie der heißt. Aber das war's gleich. Ja. Das war unser erstes Leben. Wir haben jetzt die Hälfte wieder aufgefüllt bekommen. Ich will jetzt auf keinen Fall noch ein zweites verlieren. Aber das sieht momentan nicht so optimal aus, was wir hier machen. Zack. Oh. Oh Gott. Ja, wir finden noch ein zweites. Wir kriegen den gerade überhaupt nicht runter. Ich versuche schon immer, hier ein bisschen die Deckung zu nehmen, aber jetzt gehen sie gerade richtig ab, wie ihr das seht. Gute Strategie ist auf jeden Fall, sich immer erstmal auf einen zu fokussieren. Aber das kann ich jetzt mit meinem Bild hier nicht so ganz gut. Au, 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 au. Ich krieg gerade die ganze Zeit Schaden. Oh Gott, nein. Oh, weg von dem, weg von dem. Oh. Come on, come on, come on. Jawohl. Den gefährlicheren Hammer. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Und tschüss. Oh, das war knapp. Puh, das war knapp. So, schnell heilen. Und noch mehr heilen. Dann geht's in die nächste Welt. So, letzte Welt. So, die sind jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Wir können jetzt hier Zeug kaufen. Nein, ich habe eine Streubombe verloren. Okay, ich kann jetzt dafür dreimal schießen. Ich habe die Streubombe cooler gefunden. Ah, das war doof, dass ich das gemacht habe. So, wir können unsere Immunität erhöhen. Ich glaube, das machen wir. Und ansonsten müssen wir jetzt für den guten Cerberus hier etwas zu essen finden. Und da gehen wir doch erstmal hier rein. Ich hoffe, das war jetzt nicht absolut doof, dass wir das jetzt gelöscht haben. Das sind ja eklige Vergiftungsgegner. Die mag ich gar nicht.
Also natürlich ist das hier und das Elysium die heftigste Welt. Hier ist man auch immer... Also das hier ist für Fernkämpfer ziemlich die Hölle. Und das Elysium auch. Jetzt habe ich auch wieder richtig viel Schaden bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht, dass das geht relativ schnell hier, die Kammern. Das liegt aber auch daran, dass ich hier wahrscheinlich noch mehr machen muss als bei den anderen Ebenen. Es kommt immer darauf an, wie viel Glück man hat. Okay. Ah, die sind auch eklig. Ah, ich krieg gerade haufenweise Giftschaden. Wo ist hier so ein Entgiftungsteil da? Oh Gott, das ist die Hölle hier. Das ist die Hölle. Wortwörtlich. Come on! Scheiße. Noch ein Leben. Weil ich hier die ganze Zeit vergiftet werde von den Mistviechern. Oh je. Ja, so langsam tickt die Uhr. Es wird schwieriger. Und hier war jetzt nicht der richtige Durchgang. Das heißt, wir müssen uns wieder reinstürzen. Au. Hier ist ein Shop, da können wir uns nicht heilen. Schade. Gut, das war easy, weil die von uns getrennt wurden durch die Spalte. Bam, 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 bam. Na gut, nicht so schlimm. Und weiter. Lautsch! Ist zu spät reagiert. Ich bin nur vergiftet. Ganz schlecht, ganz schlecht. Oh Gott, ist das schlecht. Oh, ein letztes Leben. Oh fuck. Ihr seht, das macht unfassbar viel Schaden, wenn man da einmal von Gift getroffen ist. Ist einfach vorbei. Aber wir haben es jetzt zumindest gefunden. Zum denkbar schlechtesten Moment eigentlich. Mit nur einem Leben werden wir den allerletzten Endgegner wahrscheinlich nicht besiegen können. Und es ist auf jeden Fall noch so eine Gabe von Ares. Ja gut, das brauchen wir nicht. Weil wir haben keine Todesverachtungen mehr. So, hier gab es auch nichts Interessantes mehr. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich nur noch in den Kampf stürzen. Das wird nahezu unmöglich, sag ich es mal so. Aber wir sind schon mal sehr weit gekommen. Wir sind jetzt tatsächlich bis zum letzten Endgegner gekommen. Das ist nicht selbstverständlich, weil das Elysium-Tatsache manchmal so heftig ist, dass man auch da drin mal schon verrecken kann. So. Wenn wir ihn jetzt besiegen würden, würden wir in der Story tatsächlich ein Stück vorankommen. Au. Und ich darf jetzt eigentlich gar keinen Schaden kriegen. Und ich krieg die ganze Zeit Schaden. Na. Nope. Nein, nicht so nah ran. Ah. Gegen den wäre Geschwindigkeit ganz gut.
Ich mache ihnen auch gerade nicht viel Schaden, muss ich leider sagen. Das wird dann natürlich auch immer schlimmer und schwerer. Au. Au. Nee, das wird sowas von gar nichts. Raus aus der Zone, verdammte Kacke. Da hatten wir jetzt nicht viel Chancen. Ich glaube, selbst mit einem Leben mehr hätten wir das jetzt hier nicht ansatzweise geschafft, weil, ich sag's mal so, der hat 2 Lebensbalken. Ja. Und der wird dann beim 2. Mal auch nicht gerade leichter. So, und so endet das Ganze dann quasi. Wir werden dann von dem Typen hier beleidigt, warum wir schon wieder gestorben sind. Und dann merken wir, oh, ja, der Vater ist nicht da, weil der ist halt noch in der Unterwelt. Wir sind halt jetzt schneller wieder hierher gereist, dadurch, dass wir gestorben sind. Und dann könnt ihr euch wieder für den Kampf vorbereiten. Der Spaß geht quasi von vorne los. Aber hier gibt es immer wieder ein paar Sachen zu entdecken. Und man kann hier Cerberus streicheln. In welchem Spiel kann man das schon tun? Sehr schön. So, ich muss jetzt aber tatsächlich auch aufhören, denn ich habe jetzt einen Stream. Also seit 5 Minuten eigentlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist echt ein cooles Spiel. Haben, glaube ich, vor einem halben Jahr auch ganz, ganz viele Leute darüber berichtet, wie gut es ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein perfektes Spiel, um mal so kurz reinzudaddeln. Alles zu vergessen, man muss sich halt echt konzentrieren. Aber genau das mag ich. Und es ist trotzdem nicht so, also es tut einen nicht so abfacken wie Dark Souls oder so. Also man hat ja hier ständig einen Progress, klar ärgert man sich mal, aber wenn es läuft, dann läuft's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.